haben heute was richtig Cooles geplant. Denn wir wollen bei den Ponys picknicken. Richtig cool. Wir haben aber ein kleines Problem, denn es ist gerade Gewitter gemeldet. Und es hat auch schon zwischendurch hier ein bisschen gedonnert. Aber ich würde sagen, no risk, no fun. Wir müssen jetzt noch ein paar Vorbereitungen treffen, denn wir wollen natürlich auch was essen. Und klar, wir schauen übrigens GNTM, weil heute ist ja Halbfinale. Ja. Ich bin schon gespannt. Ich auch. Schau mal, wie dunkel das da hinten aussieht. Schön, dass man hier nicht auch scharf stellt. So jetzt. Was sagen wir dazu? Schlecht, ne? Aber vielleicht zieht es ja vorbei. Wir haben erst 18 Uhr gerade, also... Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. So, was wollen wir heute machen? Zum einen wollen wir Pizzaschnecken machen, zum anderen haben wir Obst, zum anderen haben wir Schoki. Die Frage ist nur, wie wollen wir die Schoki schmelzen, wenn vielleicht gleich keine Sonne mehr da ist. Dann haben wir Gemüse und wir wollen noch einen Gemüsedip machen. Ja, würde ich mal sagen, let's go. Wir starten mit den Pizzaschnecken? Ja. Let's. Fetz. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Julia kann es nicht sagen. Ich kann es richtig sagen. Ja, normalerweise kann ich es auch. Guck mal. Voller Kühlschrank. Ist toll, oder? Ich muss mit dir wieder einkaufen, ne? Es hieß, wir essen danach direkt Pfannkuchen nach dem Stall. Ich hatte nämlich einen Bärenhunger. Oh ja, jetzt muss ich erst mal alles nach Hause bringen. Ja, er muss einen Kühlschrank. So, jetzt geht's aber wirklich mal los hier. Da oben ist übrigens der Glowdrink. Wolltest du den mal probieren? Nein, er sieht schon eklig aus. Marina hasst alles, was grün ist. Das stimmt. An Trinken. Ja. Gut, dann hol mal raus. Ja, aber wo ist denn dieser Blätterteig? Weiß ich nicht, irgendwo. Ah, hier. Hast du ihn gefunden? Da ist er doch. Da wird ja den schön schlagen. Gib mal den Blätterteig her. Wo ist der Käse? Der Käse ist weiter oben. Da, unten drunter, ja. Vorsicht, da ist... Und die Tomatensauce? Die ist natürlich nie im Kühlschrank. Die muss doch im Kühlschrank. Quatsch! Die hole ich mal schnell. Im Kühlschrank da. Die hole ich mal schnell. Ah, ich wollte jetzt nicht, dass man das so sieht. Jetzt habe ich schon eine aufgeräumte Kammer doch gezeigt. So, nehme ich hier so welche, ne? Ja. Tomatensauce. Das ist einfach nur pürierte Tomaten. Ich weiß. Okay. So, wie geht das Rezept? Habe ich auch schon mehr was gemacht. Und zwar Croissant. Ne? Mhm. Habe ich auch schon backen. Man weiß ja jetzt, wie das geht. Ich hast du mal im Blech. Ein Blech findest du im Backofen. Kannst du dir rausnehmen? Aha, nehmen wir so ein Blech. Ja. Marina hat jetzt entschieden, dass wir das einfach ganz nach Gefühl machen. Deswegen bestreicht sie hier jetzt einfach erstmal. Das sieht doch schon mal gut aus, ja? Man kann nichts gegen sagen, es sieht gut aus. Ob es gut schmeckt, das ist die Frage. Natürlich. Klar. Jetzt hol mal erstmal eine Schüssel und den Schmand noch. Ja. Du musst schon mal die Zwiebel schneiden. Ja, ich muss ja aber auch filmen. Noch nicht gekommen. Ich muss ja auch filmen. Wo sind die Schüsseln bei dir? Was ist mit deinen Augen? Marina ist so schrecklich zu mir. Ich muss schon weinen. Oh mein Gott. Wir machen hier gerade lecker Zwiebeln. Dann wird das hier reingepackt und dann wird es vermengt. Käse kannst du auch schon mal reinpacken. Käse. Zerdrück den nicht so sehr, dann quetscht du ja nur noch alles raus. Ich zerdrück gar nicht gerade. Oh mein Gott, das sieht so falsch aus. Die sind viel zu dick. Das ist viel zu dick, das ist eine Wurst. Wahrscheinlich hätte man den vorher durchschneiden sollen in der Mitte. Ich glaube auch. Egal. Du wolltest es ja einfach so ein Nachgefühl machen. Das geht gar nicht. Soll ich nochmal ausrollen? Quatsch. Es ist jetzt alles Matschepampe. So, jetzt kannst du ihn schneiden. Guck mal von der Seite. Der ist ein ordentlicher... Boah, der ist vor allem so rund. Also, nee, nicht. Der ist so aufgewölbt, meine ich. Bisschen dünner, mein Gott. Boah, schmeckt gar nicht gut. Woher willst du das wissen? Ich habe gerade was am Finger abgeleckt. Das muss ja auch erstmal backen, ne? Das ist dir bewusst? Es wird immer dunkler da draußen. Und windiger. Ja, sieht nicht gut aus für uns. Also man sieht, das sind keine Pizzaschnecken geworden. Ich habe gleich gesagt, man muss das anders machen. Du hast gesagt, ich habe gesagt, alles nachgefüllt. Ja, und das habe ich nach deiner Anweisung gemacht. Also, das Einzige, den Käse hier drauf gepfeffert komplett, den hast du. Ja, aber ich hätte das so geschnitten und so aufgerollt. Das sind 250 sogar. Ja. Und dann hätte ich diese aufgerollt, weil so sind jetzt keine
Kringelis. Die siehst du nicht, weil du so viel Belag hast? Nein! Jedenfalls haben wir gerade festgestellt, dass wir nicht mal einen Dip machen können. Weil wir haben keinen Frischkäse. So, ich habe meinen Job erledigt und pflanze mich jetzt schön auf die Couch. Ich bin nämlich auch total müde und möchte eigentlich direkt jetzt schlafen. Ah, Hunger, ne? Wisst ihr, wie die nerven kann? Jetzt habe ich dich am Video. Das sieht ja total schrecklich aus. Ihr müsstet mal sehen, was die für Gurken geschnitten hat. Achtung. Ich schiebe meine Hand einmal. Aber so sehen die aus. Was ist das? Also, was, wer schneidet denn so Gurken? Man könnte sie so schön schneiden. Julia, ne? Wisst ihr, mit welchem Krüppelmesser ich das machen musste? Das Messer ist 1A. Das hier doch nicht. Natürlich, das. Weil das Messer ist so. Das war nicht mal scharf, das Messer. Einen Blick in den Ohrschiebe gepackt? Nein. Scheiße. Weißt du, was du viel zu viel da drauf tun wolltest? Ganz ehrlich, 100 Gramm Käse hätten gereicht. Sieht schon 250. Ja, das ist so zerlaufen. Aber der Rest sieht schon mal schön aus. Deine tollen Gurken zum Beispiel. So, die Julia mixt uns hier gerade einen Dip. Und hier unsere Gemüseschale ist schon fertig. Wir haben Paprika, Kohlrabi, Möhrchen und Gurke. Mein Gott, geht's noch lauter? Du, das musst du hier rein. Dann hier die Wassermelone und jetzt brauchen wir noch Erdbeeris. Und die Julia hat zum Glück noch Erdbeeris. Und so schnell kriegt man eine saubere Küche wieder unaufgeräumt und dreckig. Wir haben hier die jetzt schon mal alles fertig verpackt. Die tolle Tupperware. 1, 2, 3. Jetzt warten wir noch auf die Schneggis und dann sind wir fertig. Wir haben natürlich auch ganz viele Süßigkeiten. So, die Küche haben wir jetzt soweit wieder grob aufgeräumt. Und das Wetter sieht gerade echt nicht so gut aus. Es wird auch so dunkel gerade und irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie Herbst. Naja, schauen wir mal, was wird. Wir packen jetzt erstmal den Korb. Ich wäre jetzt gern die Tiffy. Na, mich hier schön hinlegen und von allen gekrault werden. Ham. Ham. Oh mein Gott, es hat gerade geblitzt. ich zeige euch jetzt, was wir mitnehmen. So, das, was wir nämlich gerade alles geschnibbelt haben. Das wird schon sportlich, den hier alles für einen kleinen Korb zu kriegen. Ja, müssen wir vielleicht noch eine zweite Tasche mitnehmen, ne? Ja, das kommt auf jeden Fall mit rein. Dann haben Julia und ich uns Getränke ausgesucht. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe einen riesen Eistee, Pfirsich, aber Zero mitgenommen. Oder mir geholt, ausgesucht. Und Julia hat sich eine Rhabarberschorle geholt. Bio. Du bist so bekloppt, ey. Dann haben wir diese UFOs. Die haben wir lange nicht mehr. Da freue ich mich schon drauf. Dann brauchen wir zwei Schüsseln, denn wir haben hier Puffreis, damit der gerecht aufgeteilt wird. Wir haben zwei Packungen. Oh, wir haben doch zwei Packungen. Aber aus Schüsseln ist das geiler zu essen. Nicer. Dann haben wir einfach nochmal normale Chips. Kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier noch. Wie nennt man das eigentlich? Brotchips? Auf jeden Fall diese ABC-Brotdinger. Und eine Riesenpackung Gänsebällchen. Die essen immer sonst in Frankreich, aber dieses Jahr gibt es ja kein Frankreich für uns. Deswegen haben wir sie erst mal gekauft. Nutri-Score D. Ja, sind wir ganz gesund unterwegs heute. Toll. So, jetzt brauchen wir eine Decke. Decke und dann kommen ja noch die Pizzaschneggis rein später. Das Update. Ich glaube, die müssen raus. Boah! Wie hat's hier rausgefallen? Scheiße. Das sieht aus wie eine Pizza. Das sieht. Ja. Das wie eine Hügelpizza. Super. Mach mal wieder zu. Okay. Guck mal bitte, wie platt die sind. Die sind so hässlich. Hör mal, die könnten hier so eine grüne Decke machen.
Also diese schwarz-weiß gedingsete. Und wir nehmen die schwarze. Größer. Die schwarze. Ich glaube, die ist auch größer. Ich muss die mal suchen. Hallo Tiffy. Hallo Tiff. Eine süße Mausi. Da läuft sie mit dem vollbepackten Korb. Los geht's. Aber ich habe auch ein paar Sachen. Bisschen was. Kannst du die Tür hinter mir zumachen? Nicht. Ich konnte es nicht. Wir sitzen jetzt im Auto, diesen. Und das Wetter ist bewölkt und es ist dunkel. Ich glaube, das hält sich. Ja, aber Sonnenschein wäre auch trotzdem schöner gewesen. Wäre schon schöner gewesen. Aber wir ziehen das jetzt durch. Ich musste total weit nah vorne sitzen, weil der Kopf da hinten hin musste. Ja, sonst kippt er ja um. Mensch. Ist ja klar. Mensch. Das ist doof. Und Julia, wie ist die Lage? Ich glaube, auf dem Boden setzen schwierig. Ziemlich nass jetzt, ordentlich geregnet. Hier hat es halt geschüttet. Wir gucken jetzt mal, ob wir mit dem Auto runterdüsen können, ne? Ja. Guck mal, da läuft die Inka schon. Ach, da ist Bremse, man erkennt es aber gar nicht. Ja. Aber wie schön der Himmel hier ist. Aber so ein bisschen brummelt es noch. Brummelt noch, aber ich hoffe ja mal, dass es gut wird. Ja, wird schon. So, Julia fährt jetzt rein. Und ich hab mit den Leuten geredet. Und ich mache jetzt mal wieder das Tor jetzt so, damit uns kein Pferdchen abhaut. So, wir fahren gerade zu dem Pferdchen doch komplett runter auf die Wiese. Es geht! Es geht! Warum piepst du? Hier ist nur Wiese. Es geht! Stehen schon die Nächsten in der Schlange. Die Reifen sehen halt schon gut aus. Aber weißt du, bis wir wieder fahren, ist ja auch noch mal ein bisschen mehr getrocknet. Wird schon schief gehen, oder? Du musst anschieben, sonst. Ich sitze im Auto. Wir haben uns jetzt hier schon gemütlich gemacht, die Sitze umgeklappt. Das ist aber eine wunderschöne Aussicht, würde ich sagen. So, zuerst gibt es natürlich das gesunde Essen. Hier sind die Pizzaschnecken übrigens drin. Wir haben vorhin schon eine gegessen. Die sehen schlimmer aus, als sie schmecken. Oh, jetzt filme ich deine E-Mails. Ja, ich wollte gerade schon alles machen. Ich glaube, man sieht es aber nicht. Ja, jetzt wird erstmal gefuttert. Dass es geht. Dass es geht. Wir haben uns gerade neu, also ich habe mir gerade einen neuen Namen ausgewählt. Da, Skidbär. Ja, neben uns steht da der Skidbär. Wo ist er? Ist er drauf? So, jetzt wird GNTM angemacht, weil wir sind schon gut in der Zeit. Naja, wir brauchen eigentlich noch 20 Minuten, dann können wir eigentlich den Laptop noch auslassen, oder? Willst du die Musik noch anmachen, weil ich habe den zwar voll geladen, aber sicher ist sicher. Neben mir wird schon gesnackt, eine Erdbeere. Hast du ein cooles Bild, das ich schon gemacht habe. Mega nice. Mhm. Hier sind schon alle. Sieht so cool aus, Leute. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Das müsst ihr, das ist ein absolutes... ein Must-Have für den Sommer. Für den. Ab auf die Bucketlist damit. Und guck mal. Ich denke, dass sich aktuell niemand hier sicher sein kann. Ja. Lubilana, hör auf, mein Auto anzurotzen. Lubilana. Ich muss sagen, es ist auch relativ frisch gerade. Kannst du bitte nicht mein Auto anrotzen? Danke. Es ist relativ frisch gerade draußen. Aber hier im Auto geht es echt wirklich... Das sieht so nice aus. Ja. Oh, 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 er tut weh. Zack. Scheiße. Wie, da liegst du eine Robbe. So rutschig auch mit den Decken hier. Kopf gestoßen. Oh, ich hab schon Kopfschmerzen. Oh, nein. Wir haben übrigens schon ganz viel aufgesnackt. Wir haben noch die Pizzaschnecken. Und, noch und halt Süßes. Die Süßigkeiten. Ja, aber ich meine, die anderen Sachen sind ja schon weg. Ja. So, wir wollen jetzt hier mal gleich das, den Kofferraumdeckel zumachen, weil es ein bisschen frisch gerade tatsächlich wird. Und Julia muss jetzt die Schuhe holen. Hol mal meine auch mit rein. Ja, ja. Boah, das ist ja ultra ekelhaft. Das ist ja richtig ekelhaft.
Ja, als ob das so matschig war gerade. Die Pferdchen. Aber wir haben einen schönen Himmel gerade hier. Es hat gerade schon ein paar Mal geregnet. Also genieselt. Gefisselt, ja. Aber ja. Mach ich erstmal ein bisschen ab hier. Wenn wir nicht im Auto haben, ist ja eklig. Die Frage ist, welcher war nochmal der wo? Ja, der ohne Schloss. Ja, das ist ein bisschen witzig. Jetzt ist die Wunde zugemacht. Oh mein Gott, wie ist das denn eigentlich so? Jetzt ist der Kopf schon eng hier. Ja. So. Yes. Great. I love it. Do that one just straight. Boah, ich sehe einfach nur auf leise gemacht, oder? Ja, ich sehe richtig müde aus. Ich bin auch schon fix und fertig, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe leider ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Julia und ich fahren auf jeden Fall jetzt schon mal hoch aufs Paddock. Also Julia fährt. Easy. Oh, wir rutschen. Aber es geht noch. Das ist halt ein bisschen Schwung holen für den Berg. Es ist halt sehr lustig hier zu liegen. Boah, es wackelt richtig. Ja, aber das ist halt der Esel. Meine Haare sind so. Achtung, jetzt kommt der Berg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Easy. Oh mein Gott, das sieht sich lustig an. Meine Haare sind so total zerzottelt. Es tut mir leid. Hier, da fahren wir schon mal raus. Ja, wir lassen erstmal hier. Oh, hi. Tolle Aufnahme. Die Julia holt jetzt die Pferdis hier rein aufs Paddock. Sie aussieht mit ihren Eimern. Und Leute, wisst ihr, was Julia nicht weiß? Ich habe den Schlüssel hier drin und ich habe das Auto abgeschlossen. Das heißt, sie kommt eigentlich so schnell nicht mehr rein, außer ich lasse sie gleich rein. Oh mein Gott, bist du doof? Sie hat einfach gerade den Futtereimer fallen lassen. Ich bin auf jeden Fall auf ihre Reaktion gespannt, wenn sie merkt, dass ich sie ausgesperrt habe. Vielleicht erinnert ihr euch noch an früher. In YouTube-Videos hat sie mich ja immer ausgesperrt. Immer, immer, immer. Und ja, jetzt langsam räche ich mich mal ein bisschen. Komm doch rein, Julia! Julia, jetzt komm rein! Julia, ich habe keinen Schlüssel. Oh mein Gott, da muss ich einmal hier dran kommen. Du hast es extra gemacht. Ja, weißt du, was du früher immer gemacht hast? Ja. Ja. Elegant. So, wir liegen hier gerade noch im Auto. Germany's Next Topmodel ist jetzt aber vorbei und deswegen werden wir jetzt gleich auch nach Hause düsen. Ja, wird auch mal Zeit. Ich bin nämlich schon ziemlich müde. Es ist auch mittlerweile schon dunkel draußen, deswegen muss ich hier gerade mit Julias Handy, Taschenlampe uns anleuchten, damit man überhaupt noch was sieht. Sie leuchtet mir vor allem die ganze Zeit damit in die Augen. Ich kann gar nichts mehr gefühlt sehen. Ja. Naja, auf jeden Fall war das halt ein richtig cooler Abend. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Und ihr müsst das auch mal machen. Also wir können es nur empfehlen. Es ist viel cooler, als ich gedacht habe. Und ich würde sagen, Next Level ist dann auch mal hier drin zu übernachten. Würde ich auch sagen. Das müssen wir echt diesen Sommer mal noch machen. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi.